Nach meinem Bachelorstudiengang hier an der HAB Biel habe ich mich entschlossen, da die HAB Biel und die FH Rosenheim einen exzellenten Ruf genießen, den Masterstudiengang zu besuchen. Das Masterstudium vertieft meine Ausbildung in der Holztechnologie und eröffnet mir dadurch größere Chancen am Arbeitsmarkt. Die Anstellung hier als Assistent eröffnet mir die Möglichkeit, mein gelerntes Wissen sofort anzuwenden. Mein Projekt, das ich bearbeite als Assistent, ist eng verbunden mit meiner Masterarbeit. Dadurch lassen sich Synergien optimal nutzen. In einem ersten Schritt versuchen wir in diesem Projekt aus Weizenspreu Platten herzustellen. Es kam die Frage auf, ob ich nicht versuchen möchte, in meiner Masterarbeit aus Mais Platten herzustellen. Um Platten aus Maisresten herzustellen, braucht es natürlich Mais. Als erstes wird der Mais geerntet und die Resten, die dabei entstehen, werden grob zerkleinert und getrocknet. Dieses Rohmaterial wird dann weiter zerkleinert in der Hammermühle und dann mit Leim versetzt. Die mit Leim versetzten Späne werden dann zu einer Platte verpresst. Die hergestellten Platten werden hier im Labor an der AHB Biel auf ihre Biege- und Querzugfestigkeit getestet. Für die Querzugfestigkeit werden die Proben zuerst ins Spannsystem eingeleimt und danach in die Testmaschine eingespannt. Die so eingespannten Proben werden von der Maschine auseinandergezogen und die Querzugfestigkeit ermittelt. Die verschiedenen Anwendungsgebiete haben unterschiedliche Normen. Dieser Test zeigt, ob mein Produkt diese Normen erfüllt. Das Ziel meiner Masterarbeit ist es, aus Maisresten eine vielseitig einsetzbare Platte herzustellen. Diese Platte, könnte ich mir vorstellen, findet Anwendung in der Konstruktion oder im Möbelbau. Diese einmalige Kombination von Forschung und Studium gefällt mir persönlich besonders gut, weil ich dadurch einen tieferen Einblick in die Forschung gewinnen kann.